Hallo an meinem Basteltisch. Ja, jetzt ist mein Journal endlich fertig. Ich hatte das ja Holzbau tituliert. Hier steht jetzt Hashtag Holz drauf und ja, freut mich sehr, dass es endlich fertig ist. Ja, vorne drauf sind diese Fotos, die ich gemacht habe in der Waldstadt von diesen Holzgebilden, die da so rumstehen. Und ja, seht da schon ein paar Stücke und dann habe ich hier nochmal Buchecken ran gemacht. So ist es jetzt von oben. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier das auch wieder richtig hinlege. Also es sind vier Signaturen und das Ganze ist 7 cm dick. Ich habe hier ein paar Perlen ran gemacht und das seht ihr gleich, ne? Ich habe hier unten so ein kleines Fehlding. Beim ersten Mal fehlte hier einer, aber ich wollte nicht nochmal alles aufmachen. Ich denke, das ist schon okay. Ja, hinten ist einfach nur das drauf geklebt hier und gut ist. Das hat auch keinen Verschluss, weil ich denke mal, das muss ja nicht sein, weil wenn er das so hin. Ne, wenn man es irgendwo hinstellt, das klappt nicht so doll aufziehen. Und da wird ja auch nicht noch irgendwas drin kommen. So, Moment. Mal gucken. So, dann fangen wir mal an. Grundlage war ja hier dieses Heftchen, was ich hatte, wo es um einen Holzbau geht aus den 30er Jahren. Und das war ja da so der Sinn der ganzen Sache, das eigentlich mit einzupflegen und noch ein paar andere Sachen. Vorne drauf so auch erstmal nochmal so ein ja, Holz. Und hier die von der einen Seite habe ich so eine schmale Tasche gemacht. Da kann noch mal eine Karte von mir drin. Und die ganzen Seiten sind ja, oder die meisten sind also Packpapier. Und da das immer ein bisschen größer war, habe ich das so gefaltet, dass dann immer eine große Tasche hier ist an der Seite. Nicht Tasche, eine Faltung, sag ich mal. Könnte man auch als Tasche machen, habe ich aber nicht, weil dann kann ich ja die Blätter nicht lesen. Ihr seht schon, hier ist ein Stück Papier dahinter geklemmt, hinter den Paperclip. Das ist nämlich so eins, was ich immer so von Papier hier hatte, so ein Paperclip. Den habe ich so gemacht, wie das hatte ich ja bei Seven Plaza gesehen. Sie hatte ja hier so Knöpfe drin oder so was und noch was angehängt teilweise. Und ich habe das jetzt so nur mit einem Eyelet gemacht. So, hier ist was dran geklebt mit so einem Band von Tim Holz. Finde ich eigentlich sehr schön. Das ist ja wie so Pflaster oder so was, so ein Stoffband. Und zwar hier aus so einem ja, Notizkalender, so ein Wochenkalender. Also die Idee finde ich richtig gut. Das werde ich auch öfter nochmal machen, weil das finde ich ganz süß, wenn das da so dran ist. Und wie gesagt, kann man hier mit dem Paperclip festmachen und dann kommt hier diese Seite noch hinten ran. Und dann ist das zugeklappt. Ja, hier habe ich schon mal so einen ersten Käfer. Ich habe ja diese Teile hier, die werdet ihr überall sehen. Das sind nämlich die abgerissenen oder geschnittenen Teile hier. Und da habe ich ein bisschen was Holz drauf gestempelt und die halt ganz viel wiederverwendet. Ein bisschen schabloniert auf diesem Kaffeefärbten. Hier haben wir halt ja den Innenfolder. Ich hatte ja erst vor, das zu nähen, habe ich dann gelassen und nur getackert, weil ich denke, das reicht eigentlich vollkommen aus. Das passt irgendwie nicht dazu. So, da kommen schon die Seiten. Natürlich ist alles das, was ich hier so schön gestempelt habe, so weitestgehend ja nicht mehr zu sehen, aber das war ja klar. So, hier kommt so ein Kaffeefärbtes Papier und das ist nochmal ein Bild aus einem anderen Buch, was ich hatte. Zu Hause bin ich am liebsten und ob da jemand was schreibt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber egal. Hier ist eine Tasche und ja, Werkbank. Ne? Ist zwar eher so ein bisschen elektrisch angehaucht, das Ganze, aber denke ich, passt dazu. Dann kommen wir hier zu so einer Seite, die ist aus so einem Block, ein Schreibblock eigentlich, der ist auch ein bisschen länger ein, ja, und deshalb habe ich die Sachen auch wieder verwendet. Und ja, das war mir dann alles zu kahl. Und ich dachte mir, man schreibt auch nicht auf diesen zwei Seiten, wenn dann nimmt man eine Seite und nicht beide. Und habe dann noch ein Eco-Dyeing-Papier zurechtgerissen und ein bisschen gestempelt noch. Und jetzt ist das hier so eine. Ich finde das auch sehr schön mit dieser halben Seite hier so, oder Dreiviertel. So, wieder so was. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die nächste von diesen, ja, Klappe kann man ja sozusagen. Da ist Transparentpapier dahinter, hinter diesem Filmstreifenausschnitt. Und das habe ich auch immer wieder verwendet, den Ausschnitt gleich hier. Der ist nämlich hier und dann steckt einfach hier so ein kleines Stück. Das ist nämlich von dem Block so, oder der ist zu lang gewesen. Da fallen hier so eine kleinen Dinger ab und dann stecken die einfach da so drin. Ja, hier geht's weiter. Auch wieder ein Bild aus dem Innenbuch und ein kleines Hörnchen. Dann haben wir hier eine von meinen großen Taschen, die ich mal gemacht hatte, drinne. Da ist hier unten ein Tag. Und dann haben wir hier ein Tag. Auch diese habe ich verwendet, die großen Motten und Käfer von Tim Holz. Und hier ist so ein ganz langer Tag.
Da ist ja ein bisschen was drauf. Nicht sehr viel, aber ich denke, das reicht auch. Und hier an der Seite steckt ja auch noch was drin. Da ist hier so, ja, so ein Blatt aus einem Block irgendwo hier so hintergeklemmt. Und dann könnte man hier auch noch mal was hinmachen. Ja. So, hier ist schon wieder die zweite Seite. Ne? Ist ja irgendwie alles gleich. Und dann geht's halt wieder weiter mit den Seiten. Und dann kommen wir hier zu den nächsten Kaffeefärbten. Da ist ein Stempel, der muss gerade überlegen, der ist von Crafty Individuals, glaube ich. Life can be so sweet on a sunny side of a street. Also das Leben kann so schön sein auf der Sonnenseite der Straße. Und hier ist so ein bisschen Brokatpapier, hatte ich ja mal versucht. Das hat ja nicht so ganz so gut geklappt bei mir. Nach der Art von Susanne von Bollnut Art. Die habe ich alle auseinandergerissen und habe die immer in Teilen aufgeklebt. Finde ich aber jetzt auch ja schön. So, dann kommt nächste Seite. Da ist hier so ein Stück Papier drin an so einem Tuckspot. So wie ich das von Nicole gesehen hatte. Halt gemacht. Und dann kommt hier so ein Knisterpapier. Ja, mit ein bisschen was drauf, weil hier ist ein Snap. Und das würde man ja sehen. Und deshalb habe ich das da gemacht. So, da kommt dann hier auch nochmal von dem Block so ein kleines Stück. Irgendwas, was man da beschreiben könnte. Ich glaube zwar nicht, der macht. So, dann habe ich ein bisschen Werkzeug gefunden. Nur kleine Charms. Also hier ist ein Hammer zum Beispiel. So, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was bestempelt und so schabloniert. Und hier so ein bisschen clustermäßig was hingeklebt. Aktuell heute auf dem Plan B und Plan C, weil A wahrscheinlich schon schief gegangen ist. Ja, auch noch mal hier so ein Brokatpapier und ich habe auch genau das nochmal rausgesucht, weil Wellpappe ist nicht immer schön und dieses ist zwar ein bisschen sehr gelblich, war aber auch von den Kopien von dem Heft und da habe ich dann so Münzen gestempelt und ausgeschnitten und hier haben wir auch so ein Stück Papier. Das hatte ich ja mal so gemacht, wie das Luise gemacht hat. Das ist ja, glaube ich, das, ich weiß jetzt ja nicht, ist ja auch real, wo das hier ist. Jedenfalls alles Mögliche. Hier haben wir so Knisterpapier. Und dahinter steckt einfach so ein Streifen. Da hatte ich ja mal so einfach Restpapiere aufgeklebt und einfach ein bisschen braun gemacht und fertig ist. Steckt also hier hinter und da ist eigentlich auch nur noch hier so ein, wieder so ein kleiner Ausschnitt mit so einem Stück Papier dahinter. So, geht weiter und hier haben wir auch schon wieder die nächste Schreibseite mit dem Eco-Dang-Papier. Hier ist auch so ein bisschen alles zusammengeklebt, was gerade so auf dem Tisch lag. Und hier. Home is where the honey is, also kleine Biene, die jetzt mit dabei ist. Ja, geht so weiter. Und hier habe ich ja ein bisschen schabloniert. Ich hatte mir so einen Reparaturspachtel gekauft und dachte, der ist auch so ein bisschen weicher eher. Ist er aber nicht. Also hier, wenn ich das anfasse, das ist richtig hart. Ich hatte gehofft, dass ich da irgendeinen finde, der so ist wie der von Ute. Da war ja sowas dabei, was sich richtig schön anschmiegt, aber ist nicht so. Und dann habe ich hier so ein Naturpapier einfach mit so einem kleinen Scharnier angeklebt. So, hier haben wir ein Bellyband und auch ein bisschen was gestempelt. Sieht gut aus, hoffentlich. Da ist so ein kleiner Brief dahinter. Ja, und dann war mir das alles zu, ja, eckig nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So eine Kontur zu doll. Und dann habe ich hier einfach noch wie zwei Pflaster diese beiden Streifen gemacht. Dann kommt auf der Seite auch wieder so ein. So ein Foto, wie negativ stand zum Teil ist das ja. Also beim Negativ hat man so eine Dinger beim Bild. So, auch ein Käfer. Und hier haben wir ja auch so weit wieder, ne? Das ist dann immer wieder an den Stellen so. So, hier ist die nächste Karte. Das ist ja ein anderer Folder. Das ist der mit den Blättern. Und hier haben wir auch den großen Käfer wieder mit Vorsicht Baustelle. Und das ist dann auch die erste Signatur fertig. Hier hinten habe ich jetzt wirklich nichts drauf gemacht, weil eigentlich ist ja auch schön, wenn es so komplett bestempelt ist, dachte ich mir. So, jetzt kommt die zweite Signatur. Da gibt es immer so einen von diesen lustigen Käfern. Und da das, wie gesagt, das Papier manchmal orange war und manchmal so, habe ich dann das immer so gemacht jetzt. Und diese Holzstreifen da aufgeklebt. Ja, hier so also weiter. Hier bin ich zu Hause, haben wir schon wieder die Biene. Dann ein bisschen was aufgeklebt hat und hier halt diese Blüte gemacht, die Ninja gemacht hat, aus Packpapier. Und hier ist einfach so eine, ne, das ist eigentlich eine Uhr auf Holz, ohne Zeiger, aber war halt so. Dann kommen wir wieder, das ist ja irgendwo immer ein bisschen das Gleiche, ne? Das Eco-Dyeing-Papier mit dem Schreibblatt.
Hier ist nämlich auch, weil diese Signatur fängt ja nicht so an mit so einer Klappe, sondern mit einer geraden Seite. Und dann haben wir hier so was. Ist auch so, habe ich dann eine Säge rangehängt. Ist genauso gemacht wie das andere. Dann kommt hier auch nochmal der Cute as a Bug. Süß wie ein Käfer. Und hier ist auch nochmal ein Bellyband mit einem Brief dahinter. Hausbau, immer optimistisch bleiben. Naja. Ja, Eco-Dyeing, Papier, das Schreibblatt. Und dann geht es halt weiter mit den Seiten. Hier ist auch schon wieder ein bisschen von dem Brokatpapier. Eine Holzecke mit einem Käfer und dann auch wieder so ein Stück darin gesteckt. Hier ist eine Tasche, auch wieder mit einem Käfer und ein bisschen was. Also als Blatt so, naja, ihr wisst schon, ne? Dann müssen wir mal ein bisschen gucken, weil hier ist das Blatt, das eigentliche kaffeefarbte seht ihr schon, hat so ein bisschen Falten. Aber mal gucken. So, hier innen auch schon wieder so ein Knisterpapier. Und da ist so wie so ein, ja, was ist denn das denn? Wie ein Schraubenschlüssel, sowas in der Art. Und ein bisschen, ja, was hingeklebt, das sag ich mal so. Auf der Seite auch. Und dann haben wir hier schon wieder so eine Klappe, wo wirklich, ist ja keine richtige Tasche, kann man ja nicht sagen. Ich muss mal gucken, ob die überhaupt zu sehen ist. Ja, doch. Ja, ne, aus dem Knisterpapier und hier steckt auch so ein Streifen drinne. Den halt noch ein bisschen hinterklebt, damit er ein bisschen stabiler ist, weil das ja ein bisschen länger ist. Und der steckt dann einfach hier so drin. Ich hatte dann auch noch ein ganz altes Sticker, die habe ich hier auch mal endlich verwendet. Ja, wieder so Schreibpapier mit dem Eco-Dyeing hinten. Und hier haben wir, läuft endlich fertig, Füße hochlegen. Ja, ist Haus fertig, hat viel Geld gekostet. Baustellentagebuch, ein bisschen was dazu. Und ja, geht weiter. Dann habe ich hier eine von den kleinen Taschen mit dazu genommen, die ich mal gemacht hatte. Mit ein paar Ameisen drauf. Und hier haben wir auch so kleine Teile. Das ist wirklich Rest. Und hier ist nochmal so ein kleiner Tag. Jeweils immer mit, ja, ein bisschen was zusammengeklebt. Und hier so ein Insekt sozusagen drauf. Die ist hier auch so angeklebt, dass man sie wegklappen könnte. Was hinterstecken. Ja, hier, die Teile waren auch irgendwo mit dabei. Da habe ich jetzt wie so eine Tür gebaut, da ist aber nichts hinter. Also das ist einfach so. Und hier haben wir auch so ein bisschen schablonierte. Ja, das sind diese Sticker, die ich meinte, die wusste ich auch nicht wohin. Und dann gibt es hier auch nochmal wieder so Fotostreifenstücke aufgeklebt. So, das war die zweite Signatur. Jetzt kommt noch die dritte. Da ist der andere Käfer vorne drauf. Und ich baue ja immer so was irgendwie doch gleich auf. So, hier ist schon wieder eine Klappe am Anfang, seht ihr schon, ne? Genau dasselbe, da ist diesmal so ein kleines Lineal dran. Ne? Und ja, der hat zwar schon einen Schlüssel um, aber ich glaube, so ganz fertig ist noch nicht. Tief durchatmen und weitermachen steht da. So, und dann wieder, naja, so seht ihr schon, Hausbau, das machen wir lieber nochmal neu. Naja, da habe ich ja so die Stempel von Danny Preuß. Da habe ich ja einige, die sind eigentlich ganz gut dafür geeignet gewesen. Schreibseite, wieder diese Seite. Hier ist wieder dieses Bild und dann, ja, Fliegenkäfer, sonst was. Und hier haben wir geschafft, endlich Feierabend. Da gibt es auch mal ein bisschen was zu trinken vielleicht. Und ja, geht es dann so weiter. Und hier ist wieder eine von den Klappen dran. Da hängt hier so ein Stück Papier und hier ist aber auch noch mal eins drin. So, ja. Die finde ich wirklich gut. Das muss ich öfter nochmal machen. Allerdings mal vielleicht auch nicht nur in Braun. So. Ja, hier wieder was zusammengeklebt. Arbeit. Der Montag an sich ist harmlos. Man darf halt nur nicht aufstehen. Ja. Und dann haben wir hier die Mittelseite. Da hatte ich die ganzen Vögelchen hingestempelt. Das war nicht so prickelnd. Das stempelte sich einfach ganz blöd auf der Seite. Deshalb gibt es die hier nochmal ausgeschnitten und draufgeklebt. Durchstarten ist jetzt angesagt. Und. Wieder so ein Knitterpapier und hier ist eine Zange dabei. Ups, die hier so rumhängt. Kann man das hier vielleicht sehen? So. Ja, finde ich süß, ja. Sonst habe ich ja vielleicht auch keine Verwendung dafür. So, hier ist wieder ein Bellyband. Geschafft, endlich fertig. Taus steht. Hier noch nicht. Und dann nehmen wir die Schreibseite mit dem Eco da hinten. Und hier ist auch wieder was zusammengeklebt, so einfach vom Tisch, was da so übrig war. Hier ist übrigens Hausschwamm, wobei das Bild natürlich sehr schwierig ist, aber das ganze Myzel macht das also alles kaputt. So, ein Hammer und eine Zange, Stempel von La Blanche, sind auch zum Einsatz gekommen. Hier
Hier haben wir wieder an der Klappe hier auch so ein transparentes Teil. Und dann passend dazu gleich hier wieder dieses kleine Stück mit dem Stückchen Papier drinne. So, wieder die Schreibseite mit dem Eco-Dying. Und hier haben wir wieder so ein Tuckspot mit Käfer und ein bisschen was runter ist schon, ist einfach bloß so ein Stück aus so einem Block. Und hier ist der Holzbock und deshalb gibt es jetzt Sorry, I bugged you. Also sorry, ich habe dich gekäfert. Er hat den da durchgefressen. So, das war die Signatur und als letztes kommt dann die Signatur mit den zwei kleinen Bienchen drauf. Und da ist genau dasselbe hier, ne? Sodass man also vier so eine Teile drin hat für die Woche. Und hier ist auch wieder ein Stück Papier hinter hier steckt. Und hier ist dann mal der Schlüssel dran. So, auf der Seite gibt es wieder die Karte mit dem Folder. Und hier, das hatte ich irgendwo, weiß ich nicht, lag auch irgendwo rum, hat jetzt ganz viele Käfer drauf gemacht und eine Fliege. Und wieder meine Seiten. Und naja, ihr seht das ja, hier ist wieder eins von den Bellybändern, die dann auch nochmal so Stücken daran geklebt, die gekriegt haben. Hier haben wir auch was aufgeklebt, auch irgendwelche Reste. Und da steckt jetzt eben mal so ein Transparentpapier hier hinter. So, dann wieder das Eco-Binding-Papier, Schreibpapier, die Seite. Und hier haben wir auch wieder was Knisterpapier hintergeklebt. Und dann ist da auch wieder so was hier, ne, wo ich einfach auf dem Papier ganz viele Seiten, Streifen aufgeklebt habe. Und ja, hier eingefärbt und fertig ist das Stück Papier. So, jetzt sehe ich gerade wieder, na doch, so jetzt hinter. So, dann haben wir hier wieder eins von diesen kaffeefärbten Seiten, die so ein bisschen mit diesen Linien drauf sind. Und ja, auch wieder Strukturpaste. Ihr seht ja, wa? Ja, hier wieder ein Stück Eco-Dying-Papier auf der Schreibseite. Wieder die Sachen. Und hier ist auch nochmal die zweite Tasche drin. Da ist auch so kleine Teile drin. Genauso eigentlich wie die andere auch vorne war. Ist jetzt nicht so viel anders. Und hier hinten haben wir nochmal den mit dem großen Käfer. So, ne? Auch so aufgeklebt mit dem Holzbändern. Die haben mir richtig gut gefallen. Da habe ich mir ein Ding gekauft mit zwei Rollen. Ja, dann haben wir hier auch wieder was von diesem Brokatpapier. Und hier ist Knisterpapier. So. Und da ist dann diesmal diese kleine Made with Love drinne. Ja, nochmal eine Tasche mit einem Papier dahinter. Und hier nochmal dieses. So, auf der Seite ist auch nochmal was von den Stickern und dann hier nochmal einfach dieses Stück Papier da rangeklammert. Die Schreibseite. Ja, hier muss ich sagen, das ist das Einzige, ups, was mich ein bisschen geärgert hat, weil das hat hier nicht funktioniert. Ich habe da einen Snap drin gemacht und kein Eyelet. Quatsch. Ich hätte ein Brett drin machen sollen, weil das Ding ist so schwer zu drehen gewesen, dass es hier ausgerissen ist. Das seht ihr vielleicht, ne? Das hier. Ich krieg's gedreht, aber das ist alles nicht so. Ich hoffe, dass man das einfach so drinnen lässt, wie es jetzt ist. Denn die Idee ist eigentlich schön, aber naja. So. Echte Profis bei der Arbeit. Haben wir auch noch. Und dann hier steht das Schlusswort. Und da habe ich dann gedacht, da machst du mal schöne Aussichten und dann wippt der so an dem Ast darum. Ja. So, dann haben wir hier die Tasche und den Rest von der Werkbank. Und ja, noch ein bisschen Häuschen. Da steht dann im Katalog, sah das besser aus. Warum auch immer. Hier haben wir noch einen großen Zeichenzirkel und auch wieder so ein kleines Teil hier hingeklebt. Und als letztes steht dann noch, dafür haben wir uns einen Orden verdient und Fabulous. Und ja, den hier musste ich auch nochmal aufmachen. Den habe ich ja, den Klempner, den Lustigen hier mit seinem, ja, Gesamtkunstwerk in Rohr. Und dann Träume werden Taten. Gibt es nochmal. Hier ist auch noch ein bisschen diese ganzen Dinger draufgeklebt. Und dann gibt es nochmal die Karte hier. Und dann die beiden letzten Seiten. Und hier ist nochmal eine kleine Tasche möglich, wo ich nochmal was drinstecken werde. Ja, und ich hoffe jedenfalls, dass derjenige sich dann drüber freut. Ja, gucken wir mal weiter. So, das war's schon für heute. Heute ist Freitag. Mal gucken, ob ich am Wochenende ein bisschen mehr zum Basteln komme. Ich hoffe das jedenfalls. So, ansonsten wünsche ich euch schon ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.